Okay, Leute, falls ihr noch günstige Coins braucht, checkt mal meine Sponsoren IG Fold und MMOGAOS. Links und Team of the Season Rabattcodes findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. In 5 Tagen geht es los, die Europameisterschaft startet und dafür gibt es jetzt heute ein Special Footdraft und zwar das Europameisterschaft 2016 Footdraft. Wir dürfen nur Spieler mitnehmen, die in einer Nation spielen, die natürlich auch bei der EM dabei sind, das heißt Frankreich, Deutschland, Portugal, Brasilien und so weiter, Argentinien dürfen wir nicht nehmen. Das heißt, Spieler wie Messi, Neymar und Co. müssen heute leider draußen sein. Die einzigen Ausnahmen sind Legende. Natürlich die Legenden, die auch bei Nationen spielen, die bei der Europameisterschaft dabei sind. Ihr seht es hier, wie Matthäus, Lehmann, Desai. Gullit ist leider nicht dabei, Digga, von Basten auch nicht, kann man nichts machen. Egal, los geht's. Wir starten sofort mit der 3-4-3-Formation. Ab geht's, das sind unsere Captains. Oh Mann, Alter, James Rodriguez, Messi und Co. Wir könnten vielleicht, wenn ihr das wollt, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Es läuft ja gerade die Copa America mit Brasilien, Kolumbien und so weiter. Wollt ihr dazu auch noch ein Special sehen, lasst auf jeden Fall ein Like da. Da hätten wir James Rodriguez und Messi auf jeden Fall safe mitnehmen können. Die anderen drei Kollegen nicht, aber die können wir mitnehmen. Denn alle drei Nationen, Russland, Belgien und Schweiz, sind bei der EM dabei. Wir entscheiden uns hier, würde ich sagen, für De Bruyne. Das ist, denke ich, der Beste hier mit 89er Rating. Kann man ihn schon mal als Captain mitnehmen. Weiter geht's auf dem rechten Flügel. Komm, okay, Hulk, Di Maria, Mkhitaryan, Messi und Gareth Bale. Wales ist bei der EM dabei, deswegen nehmen wir Gareth Bale mit. Der linkt zwar hier nicht den Kollegen De Bruyne, aber wir haben zwei 89er Spieler. Und die anderen sind alle bei der Copa America dabei. Weiter geht's im Sturm, würde ich sagen. Okay, let's go. Come on, Digga. Wer wird's im Sturm? Griezmann. 95er Griezmann. Boom, Digga. Lacazette auch noch. Und natürlich nehmen wir safe Griezmann mit. Wenn wir den 95er Griezmann ziehen, muss der Typ auch mit. Und natürlich, der spielt beim Gastgeber. Natürlich ist er dabei. Digga, Frankreich musste sich nicht mal qualifizieren. Juckt die einfach gar nicht. Läuft bei denen. Die sind einfach dabei, ohne sich zu qualifizieren. Stellt euch mal vor, EM in Frankreich ohne Frankreich. Wäre auf jeden Fall nice. Weiter geht's auf dem linken Flügel. Cristiano Ronaldo. Boom, Digga. 98er Ronaldo. Fresh, ey. Was ein Team bislang. Keiner. Mit einem Rating von unter 89. Wir nehmen natürlich, klar, wir könnten Reus noch mitnehmen. Obwohl Reus ja quasi nicht bei der EM dabei ist, leider. Aber ist bei Deutschland. Und wir nehmen jetzt nicht nur die Spieler mit, die im Kader sind. Also Reus wird auch gehen. Aber wir entscheiden uns für Ronaldo. Der linkt natürlich auch noch oben. Griezmann. Weiter geht's im Mittelfeld. Okay, komm, irgendwie Iniesta oder so. Benja, da hätten wir auch einen Toni Kroos. Besser wäre sogar Toni Kroos. Benja ist auch in Ordnung. Aber wir nehmen Toni Kroos mit. Der ist nochmal ein bisschen fresher mit dem 87er Rating. Auch wenn Benja natürlich ein Team of the Season ist. Toni Kroos kommt mit an den Start. Und vielleicht ziehen wir hier nochmal den Kollegen Benja. Come on, Digga, zeig dich nochmal. Marquisio. Und das wäre der erste Italiener. Wir könnten Parejo mitnehmen. Aber ich würde sagen, wir gehen auf Risiko. Wir nehmen Marquisio mit. Denn der ist Italiener, der ist auch dabei. Und der hat auch ein 89er Rating. Und damit hätten wir dann immer noch keinen Spieler mit einem Rating von unter 87. Und da würde ich sagen, das Team lässt sich auf jeden Fall sehen. Ich denke mal, auf 100 Chemie kommen wir früher oder später noch. Deswegen, Marquisio kommt mit. Ich versuche auf jeden Fall, wenn es möglich ist, so gut wie von jeder Nation mal eine Karte mitzunehmen. Damit hier wirklich keine Nation benachteiligt wird. Nedved, das wäre die erste Legende. Wir hätten Eden Hazard hier am Start. Ribéry würde auch gehen. Reus würde auch gehen. Aber ich würde sagen, wir nehmen Nedved mit. Und Tschechien ist bei der EM dabei. Das heißt, Nedved dürfen wir safe mitnehmen. Und damit hätten wir die nächste Nation am Start. Mit Tschechien. Ja, Marco Reus, ey, den ziehen wir gleich noch auf der Bank. Ey, wartet ab. Okay, Nedved kommt mit an den Start. Boom, Digga. Der linkt natürlich auch noch Marquisio. Was ein Team hier bislang. 79er Bewertung läuft bei uns. 52 Chemie läuft nicht so optimal. Aber hier geht's gut weiter. Und zwar mit Piqué. Wir nehmen, oder warte mal, Basagli hätten wir noch mitnehmen können. Oder Basali, wie der auch immer ausgesprochen wird. Bonucci auch. Varane auch. Glick auch. Piqué auch, Digga. Was ist das für eine Auswahl? Wir könnten jeden einzelnen Spieler von dem mitnehmen. Aber ich würde sagen, wir nehmen Piqué mit. Der hat ein 86er Rating. Ist der beste Verteidiger von denen allen hier. Und Spanien haben wir noch nicht dabei als Nation. Deswegen kommt Piqué mit an den Start. Den können wir auch gleich hier entstellen. Wenn in 5 Tagen die EM startet, wird es auch so Special-Karten geben zu EM. Die sehen so, ja, rot-blau oder so aus. Die wird es auf jeden Fall dann in Ultimate-Team geben. Da wird es natürlich auch ein paar geile Pack-Openings, Footdrafts und so weitergeben. Weiter geht es mit Basali, Mathieu. Okay, warte mal. Mathieu würde 69 Chemie geben, Basali 66. Pepe würde auch klar gehen mit 66.
Oder wir nehmen Pepe mit und stellen Ronaldo ins linke Mittelfeld. Aber ich würde fast sagen, wir nehmen schon lieber Mathieu mit. Naldo hätten wir auch nehmen. Alter, was laber ich, Alter? Naldo ist doch nicht dabei mit Brasilien. Der ist in der Copa America am Start. Da würde ich sagen, wir nehmen Mathieu mit. Damit hätten wir den nächsten Franzosen, Basali. Ja, vielleicht ziehen wir Basali gleich noch als Team of the Season. Deswegen warten wir lieber nochmal. Okay, wir nehmen erstmal Mathieu mit. Komm, jetzt noch hier Basali als Team of the Season. Pepe schon wieder. Pepe, Glick, Terry und Co. Glick würde klappen. Martinez können wir auch mitnehmen. Terry können wir auch mitnehmen. Chidu können wir nicht mitnehmen, aber Pepe. Und ich würde sagen, wir nehmen Pepe mit. Dann sind wir auf einer 79er Chemie. Wir wollen natürlich auf volle Chemie kommen. Bislang haben wir schon das komplette Team quasi fertig. Jetzt brauche ich mir nur noch einen passenden Torwart. Caballero Moya, da hätten wir den. Und die Santis. Aber die Santis passt jetzt nicht. Wir müssen Moya mitnehmen. Dann hätten wir schon mal das volle Europa League. Europa League, Digga. Europameisterschaft Team fertig. Denn es sind nur Nationen dabei, die auch bei der Euro 2016 dabei sind. Das heißt, Moya kommt mit an den Start und 90er Bewertung, 89 Chemie. Weiter geht es auf der Bank. Higuain, Ben Arfa, nice, Digga. Higuain. Ach, Higuain können wir gar nicht mitnehmen. Spielt doch bei Argentinien. Der ist bei der Copa America dabei, aber hier leider nicht. Das heißt, wir sollten Ben Arfa mitnehmen oder Srinna. Den könnten wir auch mitnehmen. Aber da würde ich ganz ehrlich sagen, wir nehmen Ben Arfa mit. Da hätten wir den nächsten Franzosen und den nächsten Team of the Season. Und der bringt nochmal ein bisschen mehr Chemie. Marquisio kommt jetzt leider erstmal raus. Das ist auch nichts. Irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Bale, beziehungsweise De Bruyne passt noch gar nicht im rechten Mittelfeld. Aber das kriegen wir gleich schon hin, ey. Wartet nur ab. Okay, Gönül ziehen wir. Ferreira Carrasco könnten wir mitnehmen. Dann hätten wir das Team auf voller Chemie. Aber wir nehmen jetzt Gönül mit. Da haben wir auf jeden Fall auch einen Spieler von der Türkei am Start. Ich will ja hier richtig viele Nationen mitnehmen. Und Ferreira Carrasco ist jetzt nicht der beste rechte Mittelfeldspieler. Deswegen nehmen wir Gönül mit. Ah, der passt hier nicht rein. Okay, weiter geht es. Komm, wir ziehen gleich eh noch einen im rechten Mittelfeld. Di Maria wäre es gewesen. Nein, Mann. Aber Di Maria können wir nicht mitnehmen. Der ist Argentinier. Sidibe haben wir noch hier. Ochoa können wir auch nicht mitnehmen. Haller können wir mitnehmen. Oder Haller, wie auch immer der ausgesprochen wird. Oder Sidibe. Ich würde sagen, wir nehmen Sidibe mit. Warte, wenn wir Sidibe hier hinstellen würden, hätten wir sogar einen Chemiepunkt mehr. Läuft bei uns. Warte, wenn wir jetzt... Nee, das bringt nichts. Weiter geht's. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen neuen rechten Mittelfeldspieler. Und hier kommt der erste Non-Rail-Spieler. Scheiße, Digga. Wir nehmen den Besten mit. Beziehungsweise den hier. What? Weiter geht's. Komm, Digga. Wo bleibt denn hier nochmal irgendwie ein rechter Mittelfeldspieler? Vitolo, da ist der. Und Candreva. Nice, ey. Wir könnten... Moment, wir könnten Candreva mitnehmen, dann wieder Marquise ins Mittelfeld stellen, aber das würde uns, glaube ich, auch nichts bringen. Deswegen, wir nehmen Vitolo mit, stellen ihn hier rein, dann sind wir auch voller Chemie. 190er Europameisterschaft Draft, nicht schlecht. Und wir haben noch ein paar geile Spieler, hoffentlich. Di Maria, Castro. Wir nehmen Castro mit, das wäre der zweite Deutsche da, mit Toni Kroos. Oder was soll's, wir nehmen Candreva mit, weil Castro haben wir eh, wir haben ja schon Toni Kroos. Castro würde uns nichts bringen, Candreva würde uns quasi noch mehr bringen. Die könnten wir noch mit Marquisio linken, wenn wir den hier reinstellen würden. Warte mal, würde das irgendwie etwas bringen? Ich schau mal kurz. Jetzt Marquisio hier hin, dann wären wir auf 94 Chemie. Das wäre zwar auch in Ordnung, aber dann nehmen wir lieber das hier wieder. Und dann sind wir lieber wieder auf safe 100 Chemie. Machen das Ganze erstmal so und schauen mal gleich weiter. Wenn wir den noch hier rüberstellen, ist das Ganze ein bisschen besser. Egal, weiter geht es. Die letzten paar Spieler dieses Teams. Marco Reus ziehen wir noch. Nani, Cavani und wieder Di Maria. Digga, ich zieh so auf diesen 94er Di Maria. Wir hätten Marco Reus. Ich würde sagen, mit Di Maria wären wir noch auf einer 90er Bewertung. Aber können wir nicht mitnehmen. Das heißt, wir können nur zwischen Nani und Reus entscheiden. Und da würde ich ganz ehrlich sagen, nehmen wir lieber Marco Reus mit. Mit einem 89er Rating. Ist er schon fresh am Start? Quasi als kleiner Trostpreis, weil der Kollege nicht bei DM dabei ist. Ey, richtig bitter gelaufen. Aber kann man nichts machen. Weiter geht es. Perisic, Mauri. Wir haben genug Italiener am Start. Deswegen nehmen wir jetzt Perisic mit. Dann hätten wir auch den ersten Kroaten hier dabei. Weiter geht es. Die letzten vier Spieler dieses Teams. Eriksen. Aber Dänemark ist ja, glaube ich, nicht dabei, Mann. Lord Bentner, die alte Legende, konnte da auch nichts mehr machen. Wir nehmen den hier mit. Forestieri. 188er Draft. Ach, scheiße, Mann. Das Team ist jetzt gegen Ende echt ein bisschen schlecht geworden, muss ich sagen. Buffarini. Srinna, Bobma, José Rique. Wir nehmen Srinna mit. Dann hätten wir den nächsten Kroaten hier am Start. Und die letzten zwei Spieler dieses Teams. Und Titi ziehen wir nochmal. Trip hier. Schweden hätten wir hier noch mit. Lustig. Da würde ich sagen, nehmen wir noch den Kollegen mit. Dann haben wir auch noch einen Schweden am Start. Digga, richtig viele Spieler hier von verschiedenen Nationen. Und der letzte Torwart dieses Teams. Rufier hätten wir. Aber wir bräuchten
noch ein BVA-Torwart sonst. Ich würde sagen, wir nehmen dann Fährmann mit. Valdes können wir mitnehmen, Rufier und Patricio und Fährmann. Wir nehmen Fährmann mit, was soll's. Und dann sortieren wir nochmal kurz. Die Spieler nach Rating. Hier, Marquisio kommt noch hinten auf die Bank. Genauso wie De Bruyne. Das ist unser Team. Ich glaube, besser können wir das Ganze hier nicht machen. 188, oh, warte doch. Perisic kommt noch raus für Gönül. Dann sind wir immer noch auf 188. Fuck. Schade, Mann. Das Team war am Anfang richtig fresh. Gegen Ende sind da leider ein paar zu niedrig bewertete Spieler bekommen. Okay, mal schauen. Wir nehmen jetzt den Manager mit, den wir, oder von der Nation, wo wir keinen Spieler in der Startelf haben. Also würde ich sagen, wir nehmen Italiener hier mit. Spanier haben wir in der Startelf, Engländer haben wir nicht in der Startelf, aber Italiener auch nicht. Das heißt, wir nehmen den hier mit, ey, der Silbermanager. De Rossi, nicht De Rossi, Alter, De. Rossi, läuft bei mir mit De Rossi. Egal, das ist das Team, 188er Draft. Und ich würde sagen, das ist ein freshes Europameisterschaft-Team. Und da würde ich sagen, starten wir ins erste Spiel. Let's go! Wir starten ins Spiel und wir haben extra hier mal die Brasilien-Trikots am Start. Damit die amerikanischen Teams nicht ganz in den Hintergrund gelangen, nochmal mit ein paar Brasilien-Trikots. Shit, Digga, hätte 99er Ronaldo, Laudrup, Griezmann, hätte ja auch fast ein komplettes, na okay, doch nicht. Er hat die ganze Verteidigung aus amerikanischen Spielern oder südamerikanischen Spielern. Ich dachte schon, er hätte ja auch eine Europameisterschaft-Draft gemacht. Wer weiß, hätte ja klappen können. Jawohl, das war schön gemacht von Ronaldo. Wie schicke Nedved durch. Und komm, 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 mach es, Nedved! Nein! Ich war schon am Torwart vorbei. Das gibt's doch nicht. Ich hätte nur noch einschießen müssen. Und dann kam der Torwart doch nochmal. Boah, puh, was eine aggressive Grätsche. Habt ihr den gesehen? Warum steht's eigentlich immer noch 0-0? Ich check das nicht. Das ist so ein Scheiß. Doch, nee! Ich sag grad, warum steht's doch 0-0? Da macht der direkt das 1-0. Das gibt es doch nicht. Ein Schuss von Cristiano. Und der ist drin, ey. Ich hätte mal nichts sagen sollen. Dann wird es hier vielleicht noch weiter 0-0 stehen. Das gibt's doch nicht. Dann geh in die Mitte. Griezmann! Junge, der Torwart! Das ist das größte Biest, das ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Aber jetzt schicke wieder hinten. Boah, was ein Pass! Von Ronaldo auf Mathieu! Und wieder den mitnehmen. Spiel ihn noch in die Mitte! Nein, Digga! Ey, das gibt es nicht. Wir waren so kurz vor dem Tor. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut, aber wir ziehen irgendwie hier... Nein, du Idiot. Ey, habt ihr das gesehen? Und schon wieder sein Torwart. Komm, Griezmann, Griezmann, Griezmann. Nein, wieder hält sein Torwart. Das gibt es nicht. Hat den Ball trotzdem noch gehalten. Ey, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Halt ihn, Moja. 2-0, Mann. Oh. Ey, das gibt es doch nicht. Das kann echt nicht wahr sein. Wir hatten so viele Chancen, wir hatten so viele Chancen. Von Griezmann, ach, wieder sein Torwart. Von Mathieu, wir spielen den durch, es hat wieder nichts geklappt. Ey, sein Torwart, der Typ ist unnormal. Der ist kein Mensch mehr, der hält alles. Ein Tor machen können, er pfeift ab, ey. Wir haben 2-0 verloren. 2-0. Ich hätte so viele Tore machen können. Egal, ey, es war auf jeden Fall ein richtig krankes Spiel. Es hat richtig Bock gemacht gegen den Gegner. Zieht euch das mal rein. Wir hatten 9 Schüsse aufs Tor, der hat alles gehalten. Naja, das war's. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr das Ganze mit dem Copa America Thema natürlich auch nochmal haben wollt zu Copa America, lasst auf jeden Fall ein Like und schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, lasst natürlich auch ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Falls ihr euch jetzt noch Coins holen wollt oder so, checkt mal meine Sponsoren IGFall und MMOJ ab. Kriegt ihr momentan die günstigsten Coins zurzeit. Da könnt ihr auf jeden Fall mit dem Team of the Season Rabattcode, der in der Videobeschreibung ist, auch noch ein bisschen sparen. Ihr würdet natürlich noch mich unterstützen mit einem Kauf. Also, wer da gerne über meinen Link in der Beschreibung kaufen will, den danke ich da richtig. Feiere ich richtig, wenn ihr das machen würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.